Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge For Honor. Ich muss mal wieder die Tür schließen, weil ich das schon wieder vergessen habe. Goddammit. So. Letzte Folge haben wir ja richtig gut abgeschnitten. Und ja, diesmal versuche ich das auch nochmal so zu machen wie in der letzten Folge. Diesmal spielen wir wieder Orochi und Raider, denke ich mal. Vielleicht auch nur Raider. Wir sehen. Wir werden sehen. Orochi werde ich vielleicht nochmal privat ein bisschen üben, damit ich das auch auf YouTube hochladen kann und nicht ganz rage. Und ich record das gerade genau. Also direkt nach dem letzten Part, also ist das hier vorproduziert. Ich werde das dann höchstwahrscheinlich Samstag hochladen. Samstagmorgens. Also wenn ihr das jetzt seht, das ist jetzt höchstwahrscheinlich Samstag, habt ihr jetzt. Aber ist es jetzt für mich Freitag. Wenn ihr die erste Folge nicht gesehen habt, müsst ihr auf jeden Fall mal anschauen. Ich bin da so durchgezogen. Oh, da ist eine Flasche. Ich bin da so durchgezogen. Ich habe nämlich viermal gegen denselben Typen gespielt und habe davon dreimal gewonnen. Die letzte Runde war einfach göttlich. Ihr müsst euch das einfach geben. Die letzte Runde war einfach göttlich. Einfach nur, ich kann dazu einfach nichts sagen. Du bist Rota 1372 beigetreten. What the f... Was zum f... Okay, das ist verdammt creepy. Hat der seinen Kopf... Ew, der hat seinen Kopf abge... Er hatte gerade einfach seinen Kopf abgetrennt. Alter, das war so ein ekelhafter Bug gerade. Der Raider hat einfach gerade seinen Kopf abgetrennt. Hat man das gesehen, Alter? Ja, super. Ich kämpfe natürlich wieder gegen den Bot. Meine Fresse. Warum liefen denn immer die Leute? Warum liefen die denn immer? Also, durchschnittlich müsste ich jetzt jedes vierte Spiel verlieren. Und... Rübel Schnabelta! Oh Gott! Ich muss mal kurz den Bottle fertig machen. Das sind easy as fuck, denke ich zumindest. Ich habe so gut wie 50 Mal gegen Bots gekämpft, aber nicht in so einem Online-Spiel. Oh, schade. Sondern in so privaten Spielen. Da habe ich ein bisschen geübt, da war ich mal am Anfang. Jetzt denke ich mal, bin ich ein bisschen besser. Deswegen will ich gegen Online-Spieler kämpfen. Ja, verstanden? Scheiß Bot. Incredibili! Ich spring dir hinterher! Warte! Ich möchte auch! Roll runter da jetzt! Oh, okay, man kann ohne Stamina nicht mehr rollen. Ja, das ist ein Problem. Ich hätte jetzt vielleicht noch die Überlegung, dass ich vielleicht mal anfange, die Berserkerin zu lernen. Oder den Berserker, ja gesagt. Okay. Ob ich vielleicht mal die Berserkerin lerne. Da könnte ich mal auch eine Meuchlerklasse spielen. Obwohl der Orochi auch eine Meuchlerklasse ist, ne? Ich glaube. Naja. So, kann ich jetzt bitte mit einem Menschen in die Lobby kommen? Oh! Damn! Alter. Ich schläg den mal an. Der sieht nämlich ziemlich cool aus. Übrigens, falls ihr euch, also falls ihr For Honor selber spielt und ihr habt so coole Ausrüstung bekommen, ne, so wie ich gerade, geht einfach aufs Aussehen, wenn ihr 1 gegen 1 spielt oder 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Weil es macht, es gibt nur diese Stats, wenn ihr 4 gegen 4 spielt. Hat mich erstmal auch verwirrt, deswegen, ja. Du,
So, mal schauen, ob wir diesmal mit einem richtigen Gegner in die Runde kommen. Ich bin immer noch voll happy wegen der Runde, die ich vorher gespielt habe. Ich versuche jetzt mal so... also ich wollte jetzt nicht lange aufnehmen. Glaube ich jetzt erstmal noch so 3 Spiele, also wie letzte Runde. Aber da das Spiel gerade leichter, also schneller ging, denke ich mal einfach, wir schaffen die 3 Runden noch. In 20 Minuten hoffentlich. Weil ich muss noch einen Kumpel abholen und der ist ein bisschen weit weg, also... halber Kilometer. Nicht mal, nicht mal. 300 Meter, 300 Meter. Aber ich muss halt um... jetzt gerade 18.40 Uhr oder 18.45 Uhr und ich muss bis dahin noch ein bisschen gespielt haben. Na, mal hoffen, dass er einen guten Champion hat, den ich gut kontern kann. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist er auch neuer und spielt ein Champion gegen den. Er ist definitiv nicht neuer. Ach, goddammit. Okay. Geringer als der des Gegners. Ja, also, warum werde ich da mit so einem Typen eingestuft? Runde 1. Viel Spaß beim Verrecken, Fabian. Geriebe, Kuripeta! Geriebe, Kuripeta! Wow. Oh Gott! Geriebe, Kuripeta! Bam! Was? Geriebe, Kuripeta! Easy, Alter! Bam! Ich finde meinen neuen Axtkopf voll geil! So schön geschwungen, so richtig brutal. Schau ich dir mal an, ey. Huhu. Die Axt, Alter. Die Axt des Todes. Scheiße, ich wollte für ein Thumbnail posieren. Scheiße, Mann. Egal. Runde 2. Ja, Runde 2. Go, 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 go. Okay, Kollege. Ja, liebe Kuripeta! Bam. Erstmal schöne Kombo reindrücken. Scheiße, Mann. Mann, das ist so unfair. Das ist einfach so krass unterlegen. Bam! Fuck, Mann! Ich glaube, er hatte einfach gerade super Lags, deswegen hat er nichts gemacht. Oder konnte nichts machen. Oh Gott, wie das Blut da spritzt. Alter. Ich habe gerade einfach meine scheiß Dings durch ihn durchgezogen. Alter. Ja, komm. Postmigrierung. Mann, was ist das denn? Wow. Jetzt wurde der schon wieder durch einen Bot ersetzt, ey. Scheiß Bots, ey. Scheiß Bots. Na, das kann ich jetzt, wenn ich gewinne, für ein Thumbnail posieren. Oh, guck mal, da war ein fetter Typ aus Stein. Ich hoffe, die Grafik ist gut. Ich hoffe, die FPS-Rate sind relativ annehmbar. Als ob ich jetzt... Bam, in die Fresse, Digga. Ach komm, bitte nicht. Ja! Alter, ich hätte gerade einfach fast gegen den Bot verloren. Gewonnen! Nee, gebe ich 3 Sterne, weil der Typ am Ende nochmal durch den Bot ersetzt wurde. Fand ich nicht gut, das Game. Ich möchte halt eine echte Herausforderung, nicht so eine Pussykacke.
Okay, ich weiß, dass sowieso niemand kommt, deswegen gehe ich direkt in ein neues. Mann, Alter, was ist denn jetzt los, Alter? Verbindung wie ein komischer, Alter, wie so ein Kasten-PC, ey. So ein Röhren-PC, genau, so. Kasten-PC, super. Ich find's cool, dass hier an der Seite von meinem PC so Lüftungs... Hexagons sind. Und dann kann ich einfach reingucken. Und ich sehe das Mainboard, die Grafikkarte, den Kühler. Voll cool. Ich mag meinen PC. Der hat echt viel gekostet. Ich sag jetzt nicht mal... Ich sag echt nicht wie viel. Das ist nämlich ein bisschen viel. Und es ist eine Einzelanfertigung, deswegen kann der schon mal ein bisschen was kosten. Also gibt es sozusagen nur eine Art von diesem PC auf der ganzen Welt. Naja, vielleicht. Immerhin wurde er selbst angefertigt für mich, damit ich gut zocken kann. Und ja. Ja, habe ich zum Geburtstag bekommen. So. Ich habe echt gefeiert dafür. Also ich habe echt gefeiert, als ich den bekommen habe. Mein Vater meinte, wir sollen so zum Karneval gehen, ne, weil in unserer Stadt war halt Winter und so. Ich habe im 4. Dezember Geburtstag. Und wir haben halt so ein kleines Dörfchen und immer zur Winterzeit ist dann halt so ein kleiner Markt aufgebaut, so ein Karnevalmarkt, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind wieder mit demselben Typen drin. Kann es sein? Naja, und mein Vater meinte, wir gehen da jetzt zusammen hin und meinte ich so, ja, können wir da vielleicht auch so kleine Sachen vielleicht mal essen oder so, vielleicht irgendwie gebrannte Mandeln oder so. Oh, die wollte ich spielen übrigens. Und er meinte so, ja klar, deswegen wollen wir auch dahin, oder? So, dann bin ich mit ihm mitgefahren. Und er geht dann halt in den, zum Grunwald, ne, das ist was wie Saturn. Und holt einfach den PC ab. Und ich habe so gefeiert, ey. Okay, Lady. Voll aufs Maul! Ach, wie ekelhaft! Mann, warum macht er denn nicht... Oh, was?! Sie ist voll reingesprungen! Sie ist voll... Wow! Sie wollte einfach zu mir hinspringen und ich habe ihr voll die Achsel in die Fresse reingerammt. What the fuck? Ah, oh, das muss voll wehgetan haben. Alter, die ist einfach mit ihrer Fresse und in meine Axt eingerastet. Alter, heilige Scheiße. Ich hatte pariert. Bam! Lol, als ob. Aufs Maul? Oh, wow! Oh, fuck, man. Die ist gut, die ist gut. Kann ich mich nicht beschweren, das ist eine Challenge. Wenn ich das schaffe, dann... freue ich mich, auf jeden Fall. Freu ich mich. Runde 3. Hat da gerade jemand geklingelt? Ich kann jetzt nicht gucken, ich bin in der Runde. Fuck! Alter, warte mal.
Runde 4. Okay, ich glaube, niemand hat geklingelt. Okay, alles geben, alles geben. Direkt meine Axt in ihrer Fresse rein. Hure. Ja, okay. Okay, nee, Alter. Okay, gut gespielt. GG! Okay, da hat er mir auch ein GG gegeben. Finde ich gut, finde ich gut. Ist ein guter Spieler. Ich reg mich mal einfach nicht auf. Weil der ist sogar ein relativ okayer Spieler, der halt nicht so ganz talented, ne? Also hat er gerade gemacht, aber er hat mir wenigstens ein gut gespielt gegeben. Gabe. Cool. Ich hab eine Grabe. Oh, das. Der sieht auch cool aus. Aber ich nehme lieber den Geschwungenen, oder? Oder? Ach, come on. Noch eine Runde und ich gehe mal. Ich spiele mal nicht gegen den. Der ist mir nämlich ein bisschen zu stark. Ich will noch einen Win hier haben. Also ich hatte ja jetzt schon zwei. Ich werde jetzt so versuchen, in jede Folge so 4 Matches reinzubringen. Also so ungefähr 25 Minuten. Ich muss gar nicht schneiden, weil For Honor muss man eigentlich gar nicht schneiden. Was soll man da schneiden? Das ist halt Full Combat eigentlich. Ja, vielleicht Story könnte man schneiden, ja. Aber dann wäre halt die Story ein bisschen kaputt. For Honor ist kein Schneidespiel. Ich wollte eigentlich so ein bisschen an meinen Schneideskills arbeiten. Skills in Anführungszeichen. Und, hab dann gedacht, vielleicht spiele ich For Honor. Das Problem ist, For Honor, da kann man einfach gar nichts schneiden. Okay. Und sorry, wenn ihr manchmal mein Atmen hört. Das Mikro, also das muss sein. Also muss nicht sein. Aber das Mikro ist halt ganz nah an meinem Mund und an meiner Nase. Damit ihr mich halt auch ein bisschen wenigstens versteht, ne? Hyoruchi Stufe 8 und Raider Stufe 5. Glatt Stufe 5. Finde ich nice. Okay, er hat schon gewählt. Ich hoffe. Oh, er hat ein. Okay, er hatte gerade. Er hat Connection Problems, ne? Okay, der Arme. Oh, er spielt wieder Berserker. Okay, jetzt können wir Rache an den Berserker nehmen. Schaffen wir das? Natürlich schaffen wir das. Wir haben gestern gegen den Shugoki gewonnen. Mit nicht mal einem Leben, Alter. Okay. Stand nämlich gestern 2:2. Ich sag das einfach nochmal. Ich werde euch. Am Ende des Videos, glaube ich, nochmal das Ding verlinken. Das Video. Es ist einfach so krass, Alter. So krass. Na komm. Dabei. Dabei, dabei. Mein Level ist ein bisschen geringer als der meines Gegners. Okay, ich habe also eine Chance, aber nicht so eine große. Die Spieler sind unsynchron. Scheiße, scheiße, scheiße. Mach hinne, mach hinne, mach hinne! Was zum Fick, Mann? Sein scheiß Internet. Mann, du Bastard. Mach hinne jetzt. Ich will zocken. Ach, danke. Ey, jetzt wurde er wieder gegen einen Bot ersetzt. Ach, what the fuck. Gewonnen. WTF. Mein Axtkopf ist wenigstens cool. 102. Oh, geil. Oh ja, am Ohr kratzen, Alter. Oh. Das Gute bei Bots ist. Und in die Fresse eingekostet. Na, jetzt kann ich ja erzählen, das war ein bisschen chill. Ich hatte jetzt so in Planung, diese For Honor-Reihe sehr lange fortzuführen. Also, ich will mit irgendeinem Champion, also ich will irgendwie Prestige kommen. Auf jeden Fall, irgendwie Prestige. Runde 3. Irgendwie mit irgendeinem Champion, okay? Irgendeinen Champion will ich auch auf Stufe 30 bringen, falls es geht. Ist da irgendwie der von euch For Honor spielt.
der mir sagen kann, ob man mit einem Champion Stufe. Lol, was war das denn? Warte mal. Ich will kurz was checken. Okay. Oh, das geht. Okay, also A oder D. Ui, cool. Hui. Oh, schade. A oder D und dann Space und dann gleichzeitig noch den linken Mausbutton, also einen leichten Angriff machen. Dann hat man einen Betäubungsschlag. Wusste ich gar nicht. Finde ich cool. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Jetzt unten rechts könnt ihr mein letztes Video anschauen. Super cool. Meine so gut wie beste For Honor-Runde. Oben rechts könnt ihr ein Video gucken, was von YouTube für euch vorgeschlagen wurde, von meinem Kanal. Und links könnt ihr noch meinen Kanal abonnieren. Das wäre auf jeden Fall ein Highlight für mich. Like wäre super cool. Und ein Kommentar braucht jeder. Könnt ihr gerne schreiben. Also, wenn es euch gefallen hat, Like, Wertung, freut mich auf jeden Fall. Haut rein, Leute. Ciao.